Ich höre auf mit YouTube. So. Dann werde ich in 2 Jahren wiederkommen und habe eine Raumschiff Space. Moin Moin, willkommen zurück bei bei Addicted Aussie. Wir sind im Megadrom, wie man sieht. Hier ist noch ein bisschen was los, noch ein bisschen früher. Ich denke mal, die große Masse wird noch kommen. Und da ich das Ding hier heute fahren will, werde ich jetzt mein Fazit zu dem Kit abgeben. Ich bin hier schon mal gefahren, aber nur bei mir so ein bisschen im Garten. Von daher keine ernsthafte Fahrt. Ich muss auch gleich noch die Reifen verkleben, sonst wird das hier auch keine ernsthafte Fahrt. Übrigens auf Instagram zu sehen, wann wir gefahren waren, das erste Mal. Man sieht ihn nämlich im Hintergrund. Ja. Schön. Blende mal mein Instagram ein. So, ja, wie gesagt, ich muss die Reifen noch verkleben, sonst wird das hier keine ernsthafte Fahrt, sonst wird er nur wegrutschen. Mhm. Und... Wollen wir gleich nochmal eben eine rauchen und dann fahren? Ach, nee, das ist. Da habe ich doch gar nicht nachgefragt. Das ist Suchtis. Ja. Wie komm, go fahren. Kommen wir jetzt mal erstmal zu der Karo. Die Karo an sich ist eigentlich wirklich, was heißt eigentlich, sie ist wirklich hübsch, muss ich sagen. Sie ist auch wirklich meisterhaft lackiert worden. Und... Nein, ganz schlicht, zweifarbig, weiß-schwarz, Ladefläche schwarz, Rest weiß. Und das hier sind halt Aufkleber, die, wie ich finde, ja, nicht so gelungen sind, weil es wirklich schwer ist aufzukleben. Ja, aber es ist dennoch eine schöne Optik, wenn man es dann so sieht von beiden. Ich finde es ganz hübsch. Weißes Auto mit schwarzen Fendern sieht ganz geil aus. Ansonsten, ja, eine gute Karo, super Qualität, die Karo, schon alles ausgeschnitten, das funktioniert, Anbauteile sehen super aus, von daher kriegt man hier eigentlich schon für sein Geld was. Also das Kit mit 320 Euro ist schon wirklich, ich muss sagen, gut, gefällt mir, auf jeden Fall. Ja, das war die Karo. Wie gesagt, sie gefällt mir. Räder kann ich noch nicht wirklich was zu sagen. Ich packe die Karo mal eben. Da steht übrigens der Buggy. Räder kann ich noch nicht wirklich was zu sagen. Sie fühlen sich relativ hart an, beziehungsweise die Einlagen werden relativ hart sein. Ja, ich habe da noch nicht so die Erfahrung, aber erstmal fühlt sich alles okay an, muss ich sagen. So laienmäßig sage ich erstmal, das ist gut her. Hier sieht man, das ist noch nicht verklebt. Ansonsten, der Aufbau hat wirklich Spaß gemacht, wirklich richtig Spaß. Allerdings muss ich jetzt wirklich einen Minuspunkt der Anleitung, ja, zugeben, wie sagt man, erteilen. Chris war ja begeistert, was die Anleitung angeht, ich eher nicht, weil wirklich man kann ein paar Schritte überspringen, man macht ein paar Sachen unnötig zweimal, wo man auch sagen kann, baut das jetzt gleich zweimal, oder es ist wirklich schlecht dargestellt. Ich hab ein paar Fehler im Aufbau gehabt, muss ich ja so sagen. Zwar hier der Bumperhalter vorne und hinten, die habe ich vertauscht, weil das in der Anleitung mal schnell verwechselt werden kann. Das übersieht man oder vertauscht, kann man vertauschen. Ich meine, von der Qualität her ist alles super. Kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Der Motorhalter in Kunststoff, gut, das ist dann Geschmackssache. Das kann man ändern, sollte man ändern, weiß ich nicht. Dämpfer aus Alu, sehr schön. Das funktioniert auch. Ansonsten ist alles, ja, wie gesagt, Aufbau hat Spaß gemacht. Qualität ist ganz klar Traxxas-mäßig. Kunststoff erstklassig, kann man gar nicht anders sagen. Empfängerbox wasserdicht, auch keine Probleme gehabt. Kabelführung finde ich mega geil, dass diese Laschen hier sind. Und dass wir die Kabel auch hier hinterm Servo, da auch mit dem Kabel, dass hier alles geführt wird. Gut, da muss man dann zusammenbinden, aber dann geht es halt auch gleich da rein. Auf der anderen Seite genauso, da sind extra eine Kabelführung für den Motorhalter,
wirklich sehr gut gelungen. Ihr seht, ich habe meinen Regler anders positioniert, weil das halt mit den Kabeln jetzt so besser passt. Ja, ich, wie gesagt, es hat ein bisschen geregnet, als ich die erste Fahrt gemacht habe. Er ist noch ein bisschen dreckig, aber ist ja alles wasserdicht, ich kann ja alles ausspülen. Ja. Nee, also wirklich, wirklich, wirklich toll, das Kit. Macht wirklich Spaß, würde ich jederzeit wieder aufbauen. Auch wenn es hin und wieder ein paar tückische Sachen mit der Anleitung gibt, aber das ist völlig egal. Ne? Auch die optische Seilwinde hier, das gibt dem Ganzen so einen Optik-Flair. Das finde ich schon ganz geil. Ne? Ja, ich kann mich gar nicht beschweren, wirklich. Also es ist ein Kit, was wirklich Spaß macht. Vorteile, ja, der Spaßfaktor ist da. Man kriegt es relativ schnell, was zu sehen. Und das ist ja genau das, was man beim Kit haben möchte. Was ich gut finde, aber das ist mein persönliches Anliegen, ist, dass die ganzen Spurstangen, die Links, alle schon vorgearbeitet waren. Das heißt, die ganze Arbeit blieb uns erspart. Und das ist für mich ein riesengroßer Pluspunkt, weil ich diese Arbeit hasse. Und von daher, ja, schade, dass die in Kunststoff sind, die Halbwellen, die Center-Halbwellen. Aber egal, dafür gibt es ja genug Upgrade-Kits für wenig Geld. Von daher, geil finde ich auch das Aktenfach, dass wir hier oben ein Lipo, ich mache das jetzt mal, ein Lipo hier oben reinpacken. Und ihr habt es vielleicht gesehen, da unten ist noch eine kleine Schale für einen kleinen Lipo. Hier extra mit Kabelführung raus und dann hier durch ein, zwei Löcher nach links oder rechts weg. Falls wir irgendwie Licht oder irgendwelche extra Elektronik mit einem Einzellipo versorgen wollen. Ja. Also wirklich hübsch. Ihr bekommt vorne, hinten, von vornherein schon gesperrte Diffs, was im Grunde ja eher von Vorteil ist als von Nachteil. Und ich mag's. Es gefällt mir. Für mich eine klare Kaufempfehlung. Wenn ihr da mal reinschnuppern wollt, ist das ein, ich sag mal, verkraftbarer Preis für den Einstieg da rein. Genauso möchte ich es ja auch machen. Ich wollte nicht gleich RC4 wieder kaufen oder so, sondern erstmal gucken, was geht. Und ich weiß, dass ich mit diesem Auto halt auch ganz weit vorn sein kann, wenn ich da mal ein bisschen Geld reinstecke. Ne? Ja. Ja, so. Das reicht auch schon, wie ich finde, weil meine Meinung dazu habe ich gesagt. Klar, negativ. Befüllung der Dämpfer war ein bisschen kacke und die Anleitung ist nicht ganz gelungen, aber das könnte ja noch werden. Danke, Peter. Und ansonsten alles top. Kann mich gar nicht anders sagen. Ja, gut. Dann sehen wir uns in der ersten Fahrt wieder und dann gucken wir mal, was das Ding so kann. Ich packe jetzt mal die Karo drauf. Das ist er. Und dann mache ich gleich noch ein schönes Bild für Thumbnail und dann sehen wir uns, wie gesagt, beim First One. Bis dann.